Zieh das linke Knie jetzt zu dir heran, Richtung Bauchnabel. Tauch dabei ein ins Brett. Setz den hinteren Fuß um. Stell den Fuß vor dir ab. Hier bleiben, oder? Fächer dich auf. Hüfte hoch, Herzraum in die Weite. Weiter atmen. Wie gesagt, Core-Yoga, das englische Wort für Mitte, ist die Vernetzung vom Unterbauch, vom Beckenboden und vom unteren Rücken. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Thema im Kurs schön aufzugreifen. Wir können klassische Core-Übungen aus dem Pilates, aus dem Functional mit reinnehmen. Wir können ganz viel über die Balance arbeiten und. Du löst es auf, kommst tief, streckst die Arme lang ein, ausatmen. Babyboat. Und das im Fluss. Einatmen, länge dich. Ausatmen, Babyboat. Würden wir alle, inklusive unserer Teilnehmer, immer, so wie es ursprünglich gedacht war, mit jedem Ausatmen Uddiyana Bandha aktivieren, wäre alles gut. Dann hätten wir immer diese Core-Kraft mit dabei. Aber ich kenne das aus meiner eigenen Praxis, dass man es immer wieder vergisst oder zwischendrin verliert. Letzte Stufe, Roll Up, rechtes Bein streckt, bleibe hier. Jetzt greift die linke Hand den Unterschenkel und der rechte Arm spannt auf in eine Rotation.